Moin! Herzlich willkommen hier zurück zur zweiten Ausgabe am heutigen Vatertag an Himmelfahrt. Am Feiertag. Wir haben hier gerade mal ein wenig Zucker geholt. Aus der Zuckerrübenfabrik. Und diesen Zucker, den bringen wir jetzt zur Ketchupfabrik. Dann haben wir da schon mal Zucker. Dann müssen wir noch Öl holen. Ja, und so weiter. Aber Öl müssen wir erstmal produzieren, glaube ich. Ich glaube, wir haben gar kein Öl mehr. Aber wir bringen so langsam hier die ganzen Produktionen zum Laufen. Ah, der Klaas hat seine Aufgabe erledigt. Den können wir mal eben hier umsetzen. Der ist nämlich hier beim Feld 21 fertig. Dann kann er nämlich jetzt zu Feld 22 fahren. Und ich muss sagen, Respekt Cosplay. Kein Stress mit den Hochspannungsmasten, die auf dem Feld stehen. Zu schön umfahren. Klasse Sache. Klasse Nummer. Gut, hier ist ein kleines bisschen nicht gedüngt. Darüber kann ich jetzt mal hinwegsehen. So. Also, was machen wir jetzt? Achso. Ja, Bus generieren. Feld 22. Ja. Dann generate mal den Kurs. Ich speichere den Kurs nicht ab, weil ich ja eh sowieso immer mit immer die Düngefunktion mit aktiviere. Abfahrer einstellen und alles wird schön. Und unser Haferfeld wird gedüngt. Aber wir fahren weiter. Mit NF-Zucker. 2017. Sogar mit Barcode. Ist mal interessant zu wissen, was der Barcode bedeutet, wenn man ihn scannt. Man dann die Zugangsdaten zu FedActions Bankkonto kriegt oder sowas. Nein, natürlich Quatsch. Was auch immer der Bank bedeutet. Jo, hier geht's rum. Ab zur Fabrik. Ab zur Ketchup-Produktion. Dann muss ich gleich mal gucken, was wir da denn noch alles brauchen. Interessiert mich auch gleich mal. Wie das denn mit unserem Gerstetransporter aussieht, ob das alles so klappt. Ich meine, er hat sich nirgendwo festgefahren bisher. Scheint das ja zu klappen, dass er Gerste da hinbringt. So. Und überhaupt erstmal gucken, was brauchen wir hier denn nochmal? Eier. Weißöl, Karton und Leer. So. Und hier vorne, hier brauchen wir
Zucker. Tomaten. Ketchup und Leer bestimmt, ne? Wie? Schon voll? Mehr braucht ihr nicht? Na dann. Paletten, ja gut, die produziere ich gerade fleißig. Da bin ich gerade bei. Aber erst mit dem Zucker, das macht mich ja jetzt echt betroffen. Ne? Dann können wir dann auch eigentlich hier auch abstellen. Brauche ich ja jetzt nicht extra. Dann stelle ich hier schön hin und fertig. So, okay, er ist hier am Düngen. Macht er schön. Hier fehlte Obst. Eben gucken, wo meine ganzen Fahrzeuge sind. Okay, hier wird weiter produziert. Mal schauen, wo sie denn so fahren. Also 180.000. Ah, Produktion läuft, ist aber auch fast voll. Hier immer nur die Hälfte ab, oder warum? Nö. Ah, ist voll. Aussteigen und eben gucken, wie es hier in der Produktion aussieht. Oh, Paletten. Haben wir nicht mehr viele? Diese Paletten sind ja fast überall hin. So, Gerste ist voll. Hopfen zu 30%. Leerpaletten haben wir ganz wenig. Ja, Bierpaletten sind aber gleich voll. Weizen haben wir kaum noch. Ja, Weizen ist nicht mehr viel. Hier denn aus? Haben wir hier irgendwo irgendwas? Keine Rohstoffe mehr. 152.000 Liter, okay, das ist gut. Kein Speiseöl. Gut, hier kein Speiseöl. Okay. Irgendwo muss er ja gleich sein.
Da ist er. Da fahren wir jetzt mit und machen den dann gleich leer. Und können dann gleich schon mal gucken, was wir als nächstes für einen Kurs laden. Ihm dann einfach sagen, er soll Weizen nehmen, aber es ist ja nicht viel Weizen da. So. Fahr mal zu. Da müssen wir gleich mal schauen, ob wir den Kurs haben für die Brauerei. Ja, für die Ölproduktion. Zumindest schon mal ein bisschen Raps schon mal weg. Mal leer machen. So, was haben wir jetzt für Produktion? Holz, Raps zu Diesel? Ne, will ich ja gar nicht. Mehr Raps zu Öl. Haben wir einen neuen Kurs ein. Kein Problem. Brauchen wir nämlich später sowieso. Erstmal machen wir den hier voll. Ich denke, Raps hatten wir noch. Ah, nicht hier. Ah. Fiese Nummer. Fiese Nummer. Raps hatte ich nicht hier. Okay. Muss ich erstmal eben gucken. Wo ist denn hier meine andere Zugmaschine? Die haben... Da. Den Raps hier unten oder habe ich den Raps dann oben am Hühnerhof? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. So, Weizen ist leer. Raps ist aber voll. Das machen wir noch eben und dann ist Schluss für heute. Ich brauche nur, ja, nur einen Trailer dran. Das wäre aber ja auch egal. Aber dann können wir das nämlich automatisieren. Eine Achszugmaschine, ne? Ja. Also zwei Achser, nicht ein Achs. Ein Achs wäre blöd, kippt die auch.
Leute. Pause. Gut, dass man sowas machen kann, dass man Kurse korrigieren kann. Wusste ich früher auch nicht, aber ist echt praktisch. Ist wirklich praktisch. Vorsichtig sein hier. Fahren. Nein, ich nehme jetzt nicht die Abkürzung. Wenn er herkommt, fehlt auf die Idee und baut da irgendwas um in der BGA. Und dann funktioniert hier mein Crossbreak-Kurs nicht. Das wäre ja eine Katastrophe, könnte man sagen. Dann fahren wir schön hier rum. Dann fahren wir schön hier rum. Schon wieder. Zack. So. Wieder zu schnell gewesen. Ja, die ich doch die Zugmaschine, die muss auch mal weg. Das hier alles haben. Hier das ganze Raps. Mal eben gucken. Speiseöl. Auf. Abkippen. Nicht über die BGA. Wir hier eigentlich noch Kartoffeln für das Grün hier auch haben. Ich
Jo, Fate hat ja jetzt angekündigt, dass in der neuen, also in der Version 1.9, glaube ich, ist es allerdings erst, dass da auch eine neue PDA-Map drin ist, die wirklich pixelgenau ist. Also man kann dann auch mit dem Course Drawer von Crossplay arbeiten. Man kann darin Kurse bearbeiten, theoretisch sogar neue anlegen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Map auch wirklich exakt ist. Also bringen wir jetzt mal ein bisschen Rupsy Rups zur Produktion. Oh, Stereo 7 hat die Aufgabe erledigt. Ist das vielleicht so klein gewesen, oder wieso ging das so schnell? Und dauerte das bei dem anderen so lang? Oder ist das jetzt nur gefühlt? So. Ja, Leute, ne? Wenn es euch gefallen hat bis hierhin, Kommentar, Like, Abo gerne hinterlassen. Kommt zu Facebook, kommt mal auf meiner Homepage. Ja, würde mich freuen. Morgen ist eine Folge, morgen ist Freitag. Für viele sicherlich ein Brückentag. Für mich auch. Trotzdem gibt es nur eine Folge. Samstag und Sonntag gibt es dann wie gewohnt zwei Folgen. Immer am Wochenende und mit der Hoffnung, dass ihr morgen da einschaltet. Vielleicht dann mal ciao.